Powern wir durch. Zumindest mal 2,5 Stunden. Mehr habe ich gar nicht. Das ist das Brücki-Merch. Es gibt den Brücki-Merch nicht zu kaufen. Also es gibt theoretisch Brücki-Merch. Also es gibt das da. Also es gibt dieses. Es gibt so ein NASA-Brücki-Shirt. Das ist auch. Also, ich finde es nicht schlecht. Wenn man Design mag, ist cool. Aber ich glaube, das werden wir nie auf den Markt bringen. Auch wenn ich fragen könnte, theoretisch. Ich weiß nicht, wie viele Leute sowas kaufen würden. Mein Ziel ist immer noch, irgendwann mal genug Leute zu haben, also genug Reichweite zu haben für Unterwäsche. Weil Unterwäsche wohl so ein Thema ist, das man erst machen kann, wenn man super viele potenzielle Kunden hat. Und die habe ich vielleicht einfach nicht. Deswegen habe ich mich da nicht weiter informiert zu. Die würde ich kaufen, die Unterwäsche. Safe. Aber ist eigentlich eher für Männer gedacht. Als Verhütungsmittel. Und super Slimwäsche, klar, ja. Vektorkondome von NO wären es gewesen. Ja, aber die haben die Jungs noch nicht gewollt. Ich hab's angeboten. Ich habe da meine Idee einfach in den Raum geworfen. Aber wurde nicht angenommen. Und das ist auch okay, ne? Boxer eher angenehmer, ist echt so. That's the truth. Ja, Leute, ich muss heute noch Beine trainieren, ne? Ich habe nämlich den. Ich kann euch mal ein bisschen spoilern, Leute. Ich habe heute mit Maxim Markov bei Heroes Real Talk eine Podcast-Aufnahme gehabt. Also Kevin und ich, natürlich. Und die war sehr cool. Und ich wusste actually gar nicht, dass Maxim in Spandau ist. Aber macht Sinn für die Podcasts, aber muss ja hier sein. Auf jeden Fall habe ich. Gehe ich heute Beine trainieren noch. Also heute nochmal Sport. Das ist gut, weil ich brauche so einen kleinen Starter wieder. Ich hab gestern schon Sport gemacht, heute wieder Sport, morgen wieder Sport. Ist gut. Ist gut für den Körper und gut für Geist und Körper. Das ist nicht die neue Browser Source, oder? Doch. Lass mich nachschauen. Doch. Ist es. Nur am Beine. Ja, richtig. Aber die sieht man im Stream nicht und deswegen trainiert man die eigentlich auch nicht. Boah, das es könnte ein Alistair Angle sein, aber die Gegner sind sehr mobil und die dicke Combo auf Kulon zu hauen, ist actually gar nicht so cool. Und deswegen werde ich wahrscheinlich eher für Nautilus gehen. Da sind die Kulons nicht so lang, wenn man misst. Wir wollen auf jeden Fall eine Art von Engage haben hier, ne? Ich habe ja keine vorgefertigten Runen. Wir gehen mal hierfür zuerst und dann gucken. Weil wir keinen Mega-Button mehr haben. Ach so, den Mega-Button habe ich ausgeschnitten. Weil du doch gemeint hast, ich soll den rausschneiden, oder nicht? Da ist der Mega-Counter. Brücke healthy, ja schon. Ist doch nicht unwichtig. Ich habe immer mal wieder trainiert zwischendurch, aber ich habe auch immer lange genug oder auch jahrelang dann so nichts getan und man merkt halt, wenn man die ganze Zeit vom PC sitzt, dass die Körperform nicht gut ist, ne? Ich habe auch Rundrücken, Hohlkreuz, alles. Also mir fällt es nicht so sehr auf, aber ich hatte schon mal Schulterprobleme ganz starke und dann schon Handgelenksprobleme. Also ich hatte ja quasi alles schon mal, was man so als E-Sportler für Krankheiten hat und ja, deswegen will ich da ein bisschen gegenarbeiten. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man es macht. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn man Sport macht, finde ich, dann geht es einem mental eigentlich auch ein bisschen besser immer. Also ich fühle mich besser, wenn ich Muskelkater habe. Oder zumindest weiß, dass ich was getan habe, so. Dann geht es mental schon wieder besser. Wichtig für League, jupp. Das hängt schon zusammen, witzigerweise.
Hättest du mir aber auch vor, was sagen wir, 7 oder 8 Jahren gesagt, hätte ich dich ausgelacht. Ne? Back in the days. Hör, Schipo, ich habe dir gestern einen neuen geschickt. Dann habe den neuen, den du mir Wenn man geschickt hast, mal habe ich ganz nicht drin, ehrlich tief Karina. in Das ist sich richtig. reingeht, ich lebe mein Leben, ich bin glücklich Ja, mit ja, meiner Ahnung, ja. ist mir scheißegal. Okay, warte mal, den hast du mir geschickt. Ich setze ihn mal rein. Ist ja nicht schlimm, wenn es in der ersten Runde nicht funktioniert, oder? Wait, what? Ist das der richtige, Karina? Ist er groß genug? Ich muss jetzt spielen, Karina! Ja, wundervoll. Okay. Rocknest und Resub. Warte, wieso Support? Second Roll. Wir haben Second Roll Support. Bitte lass Pike nicht oben sein. Pike ist übrigens ziemlich strong, ne? Also, tatsächlich eine weit stronke Lane. Ich hätte so, dass ich meine Minions nicht share. Scheiße. Ich habe meine Minions geschert. Die Idee soll sein, dass ihr auf der zweiten Wave, beide Shares habt. Um den Gegner zu überraschen, quasi. Jetzt haben wir die Wave auch zu schnell gepusht. Weil es die Distanz zum Emitturret ist zu klein. Und nicht zu klein, aber ist klein. Das macht mein All-In dann relativ mies. Der Überraschungseffekt ist natürlich auch gone, ne? Oh, und auf dem Play machen wir hier nichts. Also würde ich jetzt einfach direkt Mitte ziehen. Einfach weil es in diesem Play ist. Mein Team ist 0-3. Quick Poke nehmen wir mit. Da verliert mein AD Carry zwei Minions unten. Aber es gab halt eben eine Off-Chance. Wieso habe ich eigentlich Minion-Demitalizer? Bin ich dumm? Ich habe die Frage, welchen Run genommen, ne? Die sind dumm, nicht ich. In Minions hätte ich nicht. Dich zu lang halten müsste. Das denke ich aber okay. Ich habe kein schlechtes Gewissen, da dafür ich geflasht bin. Das stirbt, du stirbst dafür, Whitey. Ja, ich habe einen Pot gehabt, glaube ich. Habe ich einen Pot eingeworfen für den Play? Ich glaube ja. Weiß es aber gar nicht genau. Pike ist halt, Pike macht sehr viel Damage. Und in dem, so wie wir den Play gespielt haben, dass sie von uns weghalten und ihre Skillshots reinwichsen. So machen die halt auch mehr Damage als Kaiser zum Beispiel. Bei einem All-In, den wir nicht kriegen, den halt zu mobil sind. Schön. Bei einem All-In sollten wir gewinnen immer. Let's go to the mid lane. Wenn ich Winning Jungle bin, dann würde ich mein Wort hier hinstellen. Das ist echt super lauter Sädel. Ah, Orianna. Please! Orianna, please! Please, Orianna! Habe ich hier überhaupt lang? Das hat Schrippel seinen Hub daneben gewichst. Ich habe mich zu spät in der Frage, ob ich da langlaufen darf überhaupt. Ich habe ja gesehen, dass Pike roamt, wisst ihr. Andersrum, was gut ist, die Kaiser hat Gewissheit, dass sie unten alleine ist. So. Immer positiv denken, Leute, ne? Immer positiv sehen.
Aber da geht's. Ich nehme mal einen Pot mit. Weiß ich, wo ich nicht diesen Rotz hier bringen soll. Das ist komplett useless für mich. Das ist so, für Competitive ist das hier, kann das hier cool sein. Weil du dann meinetwegen Push auf einer Wave bekommst, dann kannst du mit der Wave roamen. Auf eine andere Lane. Aber das in Solo-Queue zu nutzen, ist irgendwie so. Ich kann ja nicht mit denen reden. Ich kann meinen Minion-Dematerializer nutzen. Dann sage ich Orianna, ich komme, ich komme. Und dann shippt sie mit. Das ist einfach nicht. Not too useful. Schön. Das wollen wir tatsächlich sehen. Ich werde meinen Q tatsächlich. Also normalerweise wachse ich Q nicht. Aber die Gegner sind halt einfach nur Hypermobile-Champs everywhere. Und weil das so ist, werde ich hier Q maxen. Muss ein bisschen aufpassen, ne? Wir wollen jetzt hier nicht zu viel gecued werden. Das ist schon wieder eine unangenehme Situation. Wenn man mal ganz ehrlich tief in sich reingeht, ich lebe mein Leben, ich bin glücklich und alle anderen sind mir scheißegal. Ah, Flash bekommen. Flash blicken ist, glaube ich, nicht möglich. Me too. Dankeschön. Oder Metho. Wie auch immer du willst. Ja, ich muss sagen, wenn ich die Kaiser wäre, mit meinen Lutschen. Zwar sinnvoll geblockt, tatsächlich. Das ist kein Fight, das ist nicht unser Fight. Auch nicht unser Fight. Auch immer noch. Aber ja, das kann nicht so gut sein. Ist auch dead. Auch hier bin ich zum Glück der Superior Player und habe mein W gewartet, um den Z-Flash zu baiten. Es war vielleicht playable so, aber dieses vielleicht reicht mir nicht. Ich kann es ehrlich sagen. Ich denke, dass wir okay sind, wenn wir nicht so viel fighten am Anfang. So. Wir nehmen die Pfeile, wenn die Gegner overextenden, und das machen sie einfach. Die Gegner machen es nicht besonders gut bisher. Wenn wir das hinkriegen. Also wir könnten die schlechten Fights einfach nicht spielen. Nur die Overextends von den Punishen. Dann sind wir jetzt sehr gut dabei, weil wir dann auch. Also die Gegner haben ja 0 CC. Ne? Also Gegner, zum Beispiel, so Nidalee und Pyke fallen halt ab. Und das ist auch keine gute Synergie, die haben wenig CC, so. So, der S wird zwar keine Flash mehr. Aber wenn ich jetzt hier rein Flash cure. Ja, finde ich nicht. Es ist nicht gut. Kein guter Play. Wir wissen auch nicht, wo die Nearly ist, ne? Ich glaube, die alleine fickt uns schon. Ja, I don't feel this, man. Sorry. So, das ist einfach Base. Wir sind Big Set hier. Wahrscheinlich. Wir haben nur Set Top gesehen. Wir wissen nichts über Nidalee. Und die fickt uns. Safe. Ah, der ist auch Top Set. Das wissen wir jetzt. Das wird uns alle überraschen. Okay. Nichts dran tatsächlich. Ich kann nicht mitspielen, wenn wir schon spielen auf dem Level sind.
Ist nicht möglich. Du kannst mit Inhol auf dem Level nicht spielen. Gib mir einen halben Grund, warum L9 White T dachte, es wäre nicht notwendig, hier zu ulten. Warum denkt jetzt dieser Typ, nachdem ich Aggro nehme unterm Tower und sogar hinterher flashe, dass es nicht notwendig ist, selbst zu ulten? Warum wartet er mit seiner Ult? Kann irgendjemand argumentieren im Chat? Ich will das wissen. Weil ich will wissen, wie man denkt. Was ist noch, was, wie kann man noch denken? Gib mir mehr Möglichkeiten zu denken, weil so wie der Typ gedenkt hat, oh mein Gott. So wie der Typ denkt, kann ich nicht denken. Der ist mir zu dumm. So, er war zu dumm. Gedenkt hat, ist ganz schlimm. Wenn ich über Denken rede und dann das sagen. Ich hätte ja eigentlich nochmal einen Engel, oder? Ah. Ich stehe auf, wann ist man tankt oder was? Ja, ist ja auch terrible. Hat sie auch nicht getan. Also, ich muss einfach nur mit Damage Follow-up auf meinen CC, wisst ihr? Und dann bin ich glücklich. Das war ein ziemlicher random Ass-Sidestep. Aber okay. Schon wieder kein guter Fight, sind schon wieder poked. Sorry, Orianna. Mein Ding jetzt ändern. Turmpanzerung wird bald durchbrochen. So, ich nehme ein bisschen Backup. Aber ich sagen will, ich muss mein, wie heißt das noch? Mein Trinket ändern. Ich glaube, ich bin gerade übrigens voll durch Vision gelaufen. Ich sollte zumindest voll durch Vision gelaufen sein. Beide ADCs aus meiner Sicht way too aggressive. Übrigens. Ein Strike bekommen. Immer positiv denken. Wir müssen einfach immer positiv denken, dann passt das. Aber ja, also ich muss sagen, die ADCs sind wirklich nicht gut. Leider. Ist übel dumm. Wenn man mal ganz ehrlich tief in sich reingeht, ich lebe mein Leben, ich bin glücklich und alle anderen sind mir scheißegal. Ich flashe hier, weil ich sonst nicht hinterherkomme, wenn er flasht, ja? Ich spiele die Flash-Timer nicht. So.
Nee, jetzt ist mein Gym blockiert. Wir forcen, also der Pink Tower durchgehend, während ein Set vor uns steht. Und so weit, so gut. Finde ich nicht geil, aber let it happen, ne? Und dann denkt sich der Set, er chased uns einfach im 2v3. Ohne irgendwas zu haben anscheinend. Also hat er nichts gemacht. Und Fokus den Supporter dabei. Ich bin so verwirrt über dieses Decision-Making. Alles, was hier passiert, hat einfach keinen Sinn. Wenn man mal ganz ehrlich tief in sich reingeht, ich lebe mein Leben, ich bin glücklich und alle anderen sind mir scheißegal. Nichts ergibt Sinn. Das ist einfach so scheiße random, Mann. Like, es ist, ich kann's nicht. Es ist so dumm, oder nicht? Wo spielen die so? Alle laufen einfach die Map und versuchen sich dann Mechanity zu outplayen. Nichts mit Makro zu tun. Also gar nichts mit Decision Making oder Makro zu tun. Auch kein Gefühl für Overstays und so. Leute spielen einfach alleine. Auf beiden Seiten wohlgemerkt, ne? Also nicht mal ist nicht mal so ein Ding, wo Leute. Wo irgendjemand hier im Spiel ist, der ansatzweise smart ist. Probably. Außer ich selbst. Fand ich das mal. Was mal? Auch nicht gut durchgeplant, ne? Die lesen ein bisschen zu strong dafür. Oder war ein bisschen zu strong dafür. Genau mein Gedanke. Die Situation, die wir gerade gesehen haben, genau das, was dieses Game ist. Dass die Gegner jetzt hier nicht noch weiter pushen und sterben, ist eigentlich auch alles. Ja, da hier. Ich wusste nicht, also mir war nicht klar, dass ich den. So, okay. Hier noch flashen können, dann kriegt er den Kill nicht. Aber ja, also meine Ressourcen waren eh schon down. Wenn der Plan mit der NO weitergeht, ja, erstmal gar nicht. Also die Mädels machen auf jeden Fall Stock noch weiter und dann gucken wir mal so in 4-5 Wochen, wie es mit denen aussieht und dann schauen wir mal. Ne?
schon etwas erneut, ne? Ah! Abgebrochen haben, ist das gut. Ganz im Ernst. Ah, gut, wir haben nicht abgebrochen. Ziemlich gut. Obviously. Ich gehe Base hier, ich habe kein Value mehr. Gegner contesten wahrscheinlich Drake nicht und ich kann nichts mehr tun. Keine Ult, kein gar nichts. Also hier basen und dann quasi schon wieder ready sein für den nächsten Vision Contest hier auf Nash-Seite ist, glaube ich, sehr, 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 sehr stark. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark, wollte ich natürlich sagen. Ich muss ja irgendwas auflösen, Leute. Hier mein Wort. Ich glaube, ich darf hier hin. Die Pflanze könnte zu viel sein. Aber nicht für mich. Denn ich bin ein Giga-Fast-Tomato. Das war zu viel. Die sind halt super fast, ne? Ich meine, super, super Mobil-Champs. Und wir sind nicht auf der Map, sadly. Haben wir keine einzige Person bekommen. Ist schon ein bisschen schade. Ich habe mein Spawn nicht gestellt. Ich bin jetzt... Wir haben ein bisschen viele verschiedene Targets angegriffen, ne? Dass hier kein Follow-up auf Nearly da war, ist ein bisschen sad. Dass auch der andere auch schon nicht gestorben ist, ist sad. Und alles ein bisschen sad. Oh no. Alles ist schon nicht gern. Carries sind nicht gut genug. Das ist ein ganz guter Versuch, aber ich glaube, insgesamt die Carries nicht gut genug. Wenn wir den Fight nicht, also wenn wir den Fight nicht gewinnen können, dann ist, glaube ich, nicht gut genug, Leute. Die Fights sind noch relativ knapp, obwohl jetzt die Stats nicht so gut aussehen, weil wir die besseren Champs haben in Theory. Die Gegner haben halt wirklich sehr wenig, die Gegner sind nur nervig, ne? Ich muss einfach sagen, das wird einfach nicht gut spielen, also... Dass wir da keinen einzigen... Mann. Na gut. Ich find's so geil, dass ein Set das dodgen kann. Ja. Ich finde sogar, dass ein Setter dodgen kann.
Hat der Pike einfach gedreht oder wie? Das check ich nicht, warum der Pike da nicht geht hat. Aber we take it. Weil da sehr wenig Mana. Wenn ich den Dive wieder spielen möchte. Haben wir noch Damage für eine Person? Zweifel sehr, dass wir alles auf Set hauen, dass wir dann noch gewinnen. Ich halte meinen CC einfach. Das wäre halbieren lassen, leider. I know, can you just get out or what? Boah, es ist nervig, ey. Diesen Losern dabei zuzusauen, zuzuschauen, wie sie Mitte Aram spielen gegen deren Lineup. Das ist so ultra boring, wirklich. Es ist so scheiße langweilig. Ich sollte auch nicht versuchen, den Arsch zu retten, honestly. Ich sollte einfach sterben lassen. Es fühlt sich so falsch an. Es ist auch nicht gut, eigentlich. Aber es ist so frustrierend. Can't believe it. Hol ich mir jetzt einfach das Ding. Mir doch egal, was die anderen sagen. Wenn man mal ganz ehrlich tief in sich reingeht, ich lebe mein Leben, ich bin glücklich und alle anderen sind mir scheißegal. Junge, wenn die Leute nicht irgendeinen One-Trick-Champion bis in die Unendlichkeit noch viel weiter spielen würden, wären die so fucking pissbad, ne? Ach, das war ärgerlich. Gerade eben der W ausgelaufen. Wir dürfen hier nicht stehen. Lauf meinen Weg lang. Lauf meinen Weg, lauf meinen Weg. Du musst ihn auf deine Mechanics verlassen, lauf meinen Weg. Dann nicht. Okay, ist das gut danach? Was ist so? Der Kieler für Resub. Was? Das ist so dumm. Hab ich das schon mal erwähnt vielleicht, aber ich finde Loelus einfach ultra anstrengend. Man hat Game so schwer zu spielen für alle. Wir könnten alle eine easy Game haben, wisst ihr, wo auch selbst die funktionieren. Aber dafür müssten sie halt einmal nicht solo reinjumpen. Hauptsache 1000 Jumps Leute, oder was? Gute Nacht. Good enough, guys. It's good enough. Schön mit Gold. Hey, Gold sind die Leute nicht anders. Wahrscheinlich. Also vom Grundprinzip her ist, ja? Ich glaube, legit. Leute in Gold nicht. Also sind immer ein bisschen dümmer wahrscheinlich und mechanically vor allem sehr viel schlechter. Aber ich glaube, den Grundstruggle haben wir alle. Das gehört natürlich auch ein bisschen Erfahrung dazu, zu wissen, was so. Also, wie soll ich das am besten formulieren? Wir sehen hier, dass es nicht funktioniert. Ne? Wir sehen, dass es nicht funktioniert, wenn wir Aram spielen. It's not strong. Weil die Gegner halt. Also immer, wenn wir keinen All-In-Engage kriegen. Sind wir schlecht dabei, so, weil die einfach besser poken und viel mobiler sind als wir. Das zu checken, braucht natürlich auch ein bisschen Skill. Warum zum Fick sind wir in Attack Speed Kaiser gegangen? In welcher Welt lebe ich eigentlich hier? Wieso sollten wir nicht AP Kaiser gehen?
nicht gut aus für euch, Leute. Der Hook war. Ach. Ich kann Movement Speed dafür. Hier gleich im Prinzip wieder, ne? Früh basen, früh auf der Map sein. Ist key. Ja, mit Orion S sind den S-Will der ultet. Wäre nicht schlecht gewesen, ja. Wäre for sure ganz gut gewesen. Wir sind aber auch so schön, schönerweise winning. Sehr guter Bait, optimal gespielt von Orianna, gab es überhaupt nichts Besseres zu machen. Schön! Das war wirklich eine schöne Bombe-Kombo, ne? Gegner haben alle committed auf die Orianna. Gegner waren auch, muss man sagen, überwiegend AD-lastig, aber wir haben halt mit komplettem Shit-Gameplay haben wir trotzdem gewonnen. Schon krass. Wen soll ich hier honoren? Ich glaube, die haben alle übel dumm gespielt, so. Aber we take it, Leute. We take it. Pike in Landing Phase, also Pike ist nach wie vor, ne? In Landing Phase ist er halt krank stark. Ich würde sogar sagen, zu stark. Ich denke, Landing Phase von Pike ist viel zu OP. Und nach Landing Phase sehr schwer zu nutzen. Du musst eigentlich clean snowball mit dem und das halt in der Solo Queue selten möglich. Ich denke, ich habe da gut outvalued, den Süßen.